Alarmstufe Print. Das könnte der letzte Applaus sein für ein sterbendes Medium. Aber erstmal hallo zur Alarmstufe Print. Das Druckverfahren des Tages. Thermodirektdruck. Die Werbebeilage der Woche. Die Gratisprobe. Die Schriftausrichtung des Monats. Gestapelt. Der Ex-FAZ-Herausgeber der Woche. Holger Stelzner. Ist wirklich wahr. FAZ-Herausgeber Holger Stelzner. Oder wie man ihn in der Medienbranche nennt. Der Mann ohne Gesicht. Ist leider diese Woche ausgeschieden aus der League of FAZ Legends. Rausgeworfen worden von seinen Mitherausgebern, weil es keine gemeinsame Grundlage mehr gab für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Was hat Holger Stelzner angestellt? Hat er heimlich die NZZ gelesen? Oder Druckerpapier geklaut? Oder ist er das schlimmstmögliche aller Verbrechen bei der FAZ in Frankfurt ohne Krawatte zur Weihnachtsfeier erschienen? Man weiß es nicht. Holger Stelzner ist weg und die Auswirkungen auf die FAZ sind jetzt schon dramatisch. Die Zeitung ist kaum wiederzuerkennen. Hier sieht man nochmal, so sah die FAZ am Montag mit Holger Stelzner aus. Und so dann am Dienstag. Zack. Einfach weg. Ein Tag später getilgt aus der Herausgeberzeile. Die Printbranche ist ein absolutes Haifischbecken. Apropos Haifischbecken. Es gibt Neuigkeiten vom Spiegel. Nach der Relotius-Affäre wird der verantwortliche Ressortleiter Ulrich Fichtner doch nicht Teil der Spiegel-Chefredaktion. Das hat der Spiegel-Chefredakteur Jan Fleischhauer gestern bekannt gegeben. Spiegel-Chefredakteur Jan Fleischhauer, der starke Mann an der Erikus-Spitze. Jan Fleischhauer, der Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Diesen Namen sollten Sie sich merken. Spiegel-Chefredakteur Jan Fleischhauer. Kommen wir nun zu was weniger Erfreulichem, ein neuer Trend im Bereich Print. Fun-Journalismus. Eine Spaßzeitung nach der anderen erobert den Markt und beweist, Print ist nicht nur tot, sondern einfach nur mega lustig und spaßig. Diese Zeitungen, die es wirklich gibt, I'm not kidding you, sind uns am Kiosk aufgefallen. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Alles, was jetzt kommt, ist echt. Alles absolute Spaßzeitschriften, zum Beispiel diese hier. Das ist die Viel Spaß aus dem Burda Verlag, die gibt es wirklich und hier kann man sehen, was Leute bei Burda unter Spaß verstehen. Hier, wo haben wir es? Da, Verona Poth, Familiendrama. Oder Trennungsschmerz, Steffi Graf, es zerreißt ihr das Herz. Das ist Spaß pur. Oder hier, Jörg Pilawa, dieser Gesichtsausdruck verspricht pure Lebensfreude. Und darunter die Zeile, sensationell sein geheimes Doppelleben. Tagsüber ist er der frechste Quizmaster Deutschlands und nachts hängt er an der Rügenwalder Mühle rum und vertickt Pommersche aus dem Bubenrauch. Was ist noch besser als die Vielspaß? Richtig, natürlich die Mehrspaß. Das ist die Mehrspaß. Auch das haben wir uns nicht ausgedacht. Helene Fischer hier. Helene Fischer, ausgenutzt und betrogen. So verschlagen ist ihr Neuer. Einfach mal ein Gute-Laune-Thema. Oder genauso spaßig wie hier Dieter Bohlen, wie affig. Er macht sich zum Liebestrottel. Oder, das ist meine Lieblingszeile, Meghan und Harry, Killerkommando. Man will sie brutal abschlachten. Mehr Spaß, man will sie brutal abschlachten. Oder hier unten mal kurz. Lukas Cordalis und Daniela Katzenberger, widerlich böses Spiel mit einem Toten. Böses Spiel mit einem Toten, what? Noch spaßiger wird's auf dem Cover, der Spaß für mich. Babyschock. Harry und Meghan, Babyschock. Erbkrankheit bedroht ihr junges Glück. Eine richtige spaßige Woche für dich. Dann gibt es noch die Das macht Spaß. Mit dramatischen Entwicklungen in der Causa Schöneberger und Nöten. Wer hat das nicht mitbekommen? Da wird spaßig und investigativ aufgeklärt. Und natürlich hier, das sieht man hier auf dieser Seite, ein exklusiver Bericht von Thomas Rühmann. Der große Thomas Rühmann schreibt exklusiv in der Das macht Spaß. Davor hat er richtig Angst. Wovor hat Thomas Rühmann richtig Angst? Genau, dass man der Das macht Spaß Konkurrenz macht mit der Freizeitspaß. Jede Woche top aktuell Todesdrama bei Roland Kaiser oder Notoperation bei Mette Marit. Spaß, Spaß, Spaß. Man weiß vor lauter Spaßzeitungen überhaupt nicht mehr, wo denn jetzt eigentlich der Spaß ist, meine Damen und Herren. Im Segment der Spaßzeitschriften ist der Wettbewerb härter als im Laber-Podcast-Business. Und vor allem, ich meine, schauen Sie sich mal diese Titelseiten an. Da fragt man sich als Außenstehender schon, wer designt die eigentlich?
Ja, das ist Photoshop, Philipp. Er hat sich so mit Menschen, aber er beherrscht Photoshop wie kein Zweiter. Adobe Photoshop ist die bekannteste Bildbearbeitungssoftware, die unter anderem dafür sorgt, dass Helene Fischers Neujahr so aussieht und nicht so. Man sagt, er habe den schwarzen Gürtel in Photoshop. Ja, das ist Photoshop, Philipp. Folge 300, die Spaßzeitschrift. Erstmal ein paar Promis, die Publikumsmagneten sind. Immer gehen Schumi, irgendwelche Schlagertypen oder Hans Siegel. Der erhöht die Auflage mit seinen tiefen, warmen Augen. Daneben kommt dann ein Gehirn und ein Foto von einer Hornhautraspel. Das bringt Spaß und entspricht der Lebensrealität der Zielgruppe. Hornhaut, denkt sich Photoshop, Philipp. Raspel, raspel, raspel. Im Hintergrund was freundliches, vielleicht ein Screenshot vom eigenen Desktop. Das symbolisiert eine heile Welt und macht definitiv Lust auf mehr. Darauf die Schlagworte AIDS, Darmkrebs und schizophrenes Pedo-Alzheimer. Das sind coole Spaßthemen, die sich auch wunderbar verkaufen. Klingt außerdem voll toll und muss ja auch keinen Sinn ergeben, weiß Photoshop, Philipp. Je krasser das Thema, desto mehr Bindestriche braucht man. Krebs, Trennung und Babydroge, Terrorkoks, Demenzdrama, Scheidungsfluch, Irrenanstalt, Panikangst, Sex, Zwillingtod. Das Ganze in Arial Black und mit gelbem Hintergrund. Wow, toll, Sensation und XXL kann man auch noch davor setzen. Layoutet Photoshop, Philipp. Jetzt noch ein paar Rezepte, die mögen alle gern. Einfach auf chefkoch.de gehen und sich die rechtefreien Bilder rauscopieren und pasten. Sieht gar nicht mal so lecker aus, aber wird schon niemand merken. Vor allem, wenn man die Farbsättigung rausnimmt und mit Gaußschen Weichzeichner experimentiert. Nicht ablenken lassen von den Mitbewohnern, auch wenn es sehr verführerisch ist, zwingt sich Photoshop, Philipp. Engel, Katzen, Dildos, alles was das Herz begehrt. Dazu noch ein paar Rätsel, denn die machen wirklich allen Spaß. Gesucht wird ein Künstler und Staatsmann mit 6 Buchstaben und H am Anfang. Knifflig, aber vor allen Dingen Spaß, Spaß, Spaß. Sagen wir es wie es ist, das ist einfach spaßig und genial. Freut sich Photoshop, Philipp. Am Ende kommt der Feinschliff, eine schöne Lichterkette und noch ein paar Cliparts, die auch kleine Kinder ansprechen könnten. Cover-Promi der Woche ist der Demenz-Teddy von Rudi Assauer und Frank Blasberg. Jetzt noch eine Schlagzeile ausdenken, irgendwas mit Liebesglück auf Mykonos oder Hart aber Bär Frank Blasberg in der Sexfalle. Spaß, das macht wirklich allen Spaß. Tipp, Photoshop, Philipp. You did it again, Philipp.